Ich freue mich sehr, heute Bernhard Mattes vom BKC Asset Management bei uns begrüßen zu dürfen. Sie haben ja viele kirchliche und karitative Investoren und haben sich so ein bisschen den Kapitalerhalt auf die Fahnen geschrieben mit dem BKC Treuhandportfolio. Was ist denn zurzeit der größte Feind und für den Kapitalerhalt der Anleger? Langfristig betrachtet hat der reale Kapitalerhalt in der Vermögensanlage viele Feinde. Das geht los mit staatlichen Ein- und Übergriffen, Eingriffe in Eigentumsrechte. Das geht weiter mit Steuern, mit Quellensteuern. Lässt sich fortsetzen mit Fehlern in der Vermögensbewirtschaftung, Umschlag, Transaktionskosten, Bewirtschaftungskosten, Fehler in der Einzelauswahl. Die Liste ist beliebig lang, aber der weitaus gefährlichste Feind des realen Kapitalerhalts ist ganz ohne Frage die Inflation. Wenn Sie über lange Zeiträume zurückblicken, ist es sehr, sehr wichtig, im Portfolio Anlagestrategien zum Einsatz zu bringen, die real nach Abzug des Kaufkraftverlustes eben Anlegerkapital real erhalten können. Und das ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denken mag. Für viele klingt der bloße Kapitalerhalt immer ein bisschen unambitioniert. Und es ist aber tatsächlich so, wenn Sie sich über lange Zeiträume in der Kapitalmarktgeschichte umschauen, können Sie eine Menge Fehler machen und können eben auch durch ungünstige Inflationsüberraschungen im Portfolio sehr schnell in die Lage kommen, wo Sie über einen vollständigen Kapitalmarktzyklus von 5 bis 7 Jahren eben das Ziel nicht erreichen können. Wir haben das tatsächlich vor einiger Zeit mal näher beleuchtet in einem unserer Kapitalmarktberichte zum BKC-Treuhandportfolio. Vielleicht haben Sie eine Gelegenheit, den auch hinterher zu verlinken. Der Machen heißt eben auch tatsächlich der Kapitalerhalt und seine Feinde, wo wir mal anschauen, über lange Zeiträume, was sind eigentlich geeignete Anlagestrategien, weniger geeignete Anlagestrategien. Und wenig überraschend ist es so, dass eben gerade die in Deutschland vermeintlich sichere Anlageklassen, nämlich Renten, festverzinsliche Anlagen, am wenigsten geeignet sind, Anlegerkapital über lange Zeiträume zu schützen und Kaufkraft zu erhalten und wenig überraschend eben Beteiligung an realen Sachwerten wie Aktien, Gold oder andere unternehmerischen Beteiligungen sehr viel besser geeignet sind, dieses Ziel zu bewerkstelligen. Sie orientieren sich ja stark an den US-Universitäten, Yale etc. bei Ihrer Investmentstrategie. Was ist der Hintergrund dafür? Gut, zum einen bin ich da so ein bisschen persönlich vorbelastet. Ich durfte in grauer Vorzeit mal an der University of Arizona ein solches Endowment mitgestalten. Und zum anderen ist es natürlich schon sehr eingängig, dass Sie wenn Sie ein Investmentuniversum breiter fassen, natürlich auch anders geartete Risikoprämien ins Portfolio holen können, die Ihnen eben das Rendite-Risikoprofil des Portfolios ganz einfach verbessern. Das ist der einzige Free Lunch, den Sie am Kapitalmarkt geschenkt bekommen, ist die breitestmögliche Diversifizierung. Und wenn Sie gezielt nach Prämien Ausschau halten, die eben gerade nicht mit den traditionellen Grundpfeilern eines Portfolios korreliert sind, nämlich nicht mit Aktienrisiko und nicht mit Zinsrisiko sehr eng korrelieren, macht es einfach eine Menge Sinn für die Auswertung des Portfolios. Man hat es sehr schön exemplarisch im Krisenjahr 2022 gesehen. Das war so der Jahrhundertsturm oder das Jahrhundertereignis, was an adversen Szenarien selbst Stresstest-Szenarien überstiegen hat. Also die Realität hat im Grunde genommen die Wirklichkeit übertroffen. Aktien und Renten seinerzeit simultan unter Druck und gerade in solchen Phasen, wo die Korrelationen gegen eins laufen und Sie als Anleger weitgehend ungeschützt in den Unbilden und Gewitterstürmen stehen, macht es Sinn, eben anders geartete Risikoprämien im Portfolio zu haben, die Ihnen den Stress so ein bisschen abfangen. Und ich denke, auch die Anlageergebnisse der Endowments sprechen für sich. Wenn Sie auf die Ergebnisse von Yale blicken, wir hatten es im Vortrag eben gezeigt, in den letzten 25 Jahren ein negatives Jahr und aufs Gesamtportfolio deutlich überlegene Renditen gegenüber denen, was wir als Monokulturen bezeichnen, aus nur Aktien und Renten konstruierten Mischstrategien. Von Theorie zu Praxis, was bedeutet das für das Portfolio des BKC-Treuhandportfolios? Gut, auch bei uns sind natürlich definitionsgemäß Aktien und Renten die beiden tragenden Pfeiler schon deswegen, weil wir natürlich auch für unsere Kirchenanleger und Stiftungen Ausschüttungsbeiträge benötigen. Wenn Sie darüber nachdenken, beide haben ja das gleiche Anlageziel, so ein US-Endowment und auch eine deutsche Stiftung muss sowohl den realen Kapitalerhalt bewerkstelligen, aber eben auch verwendungsfähige Erträge generieren für den wichtigen laufenden Zweck vor Ort. Und insofern benötigen wir natürlich schon Coupons und Dividenden als ausschüttungsfähige Beiträge am Geschäftsjahresende, um dort eben auch unseren Anlegern die entsprechenden Ausschüttungen auszahlen zu können, ergänzen diese aber um Risikoprämien aus den Bereichen Edelmetalle, Cat-Bonds, Absolute-Return-Prämien, Volatilitätsstrategien, Absicherungsstrategien, ähnliches mehr. Und das macht das Portfolio in Summe
ein Stück weit robuster und eben auch inflationsresistenter. Wir denken im Kontext des Kapitalhalts eben sehr viel über Inflation nach. Wir glauben, der aktuellen Lage mit hohen Staatsschulden, hohen Staatsdefiziten bleibt der Inflationsanreiz der Staaten bestehen. Die Notenbanken stehen als bereitwillige Helfer hilfsbereit zur Seite den staatlichen Begierden. Und insofern glauben wir, gibt es eine Menge Gründe, wo wir uns auch in den kommenden Jahren gegebenenfalls auf unangenehme Inflationsüberraschungen einstellen müssen. Das heißt, im Portfolio nach wie vor durchaus auch Instrumente, die eine gewisse Inflationsresistenz oder Antifragilität in Inflationsphasen mit sich bringen. Das können sein im Rentenportfolio inflationsindexierte Anleihen. Das sind insbesondere natürlich die Edelmetalle. Und es sind in der Aktienauswahl Geschäftsmodelle, die in der Vergangenheit schon eine gewisse Inflationsrobustheit dokumentiert haben aus ihrem Geschäftsmodell heraus. Mhm. Herr Matthes, vielen Dank, dass Sie uns teilhaben lassen an der Investmentstrategie und glückliches Händchen beim Kapitalerhalt. Vielen Dank.